Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Du bist auf der Suche nach einem Heimspeicher für deine Photovoltaikanlage mit ordentlich Power. Dann wird dieses Video jetzt interessant für dich, denn ich stelle den neuen Anker Solix X1 vor. Wir zeigen die Installation des Geräts, schauen in die App rein und werden auch mal prüfen, was bei Stromausfall passiert. Eins kann ich schon mal vorweg sagen, abgesichert bist du da. Und jetzt schauen wir uns das ganze System an. Viel Spaß im Video, los geht's. Hey Sascha, schön, dass wir hier bei dir zeigen können, wie das Anker Solix X1 System installiert und in Betrieb genommen wird auch. Und bevor wir das machen und auf die technischen Details auch zu sprechen kommen, wie lange betreibst du eine PV-Anlage? Die PV habe ich jetzt seit knapp 1,5 Monaten installiert. Ja. Auf dem Dach sind 12 Module. Mhm. Wie viel Watt haben die Module? 400 Watt. Das heißt 4,8 Kilowatt produzieren wir. Den Speicher haben wir noch nicht installiert. Wir konnten uns da nicht entscheiden. Ja. Und jetzt dürfen wir es ja testen. Ja, das ist natürlich mega. Finde ich auch richtig klasse für euch hier, das Anker Solix, das müssen wir ganz klar sagen, das Gerät hier als Dauertestgerät bereitstellt. Und da freue ich mich natürlich, dass du es testen kannst. Und vielleicht können wir da auch noch mal ein Follow-up-Video machen, nach ein paar Monaten mal zeigen, wie deine Erfahrungen sind. Ich bin jetzt natürlich ganz gespannt drauf, wie es dann installiert wird etc. und wie es dann auch funktioniert. Und für euch natürlich klasse, dann auch deutlich mehr Eigenstrom zu nutzen, weil ihr den speichern habt für den Strom in der Nacht. Wichtiges Stichwort, hast du so grob eine Idee, wie viel Strom, also wie viel Kilowattstunden ihr pro Nacht braucht? Ich vermute, dass wir zwischen 5 und 6 Kilowattstunden pro Nacht verbrauchen. Ja, jetzt seid ihr ja noch gar nicht so lange hier in dem Haus, das ist ja ein Neubau, ihr habt eine Wärmepumpe auch, das heißt im Winter wahrscheinlich deutlich mehr als 6 Kilowattstunden pro Nacht. Genau, also wir haben jetzt ein Jahr, wir sind seit 1,5 Jahren hier drin und haben jetzt mal den Vergleich gezogen und haben in dem einen Jahr 7.300 Kilowattstunden verbraucht. Ja. Wobei hier noch Themen waren, wo wir noch mit der Bauphase Strom benutzt haben. Ja, okay. Ja, Baugeräte ziehen natürlich auch ordentlich Strom, also das kann man da vielleicht nicht als Alltagsverbrauch sehen. Aber bin ich super gespannt drauf, was euch das bringt, denn die Autarkie wird deutlich höher werden, denn tagsüber der Strom, klar durch die Photovoltaikanlage, den kann man natürlich direkt nutzen, aber in der Nacht den Strom, den könnt ihr jetzt bald mit dem Anker Solix X1 abdecken. Das Installationsteam ist nämlich jetzt auch da und da zeigen wir euch jetzt den Aufbau und sprechen da über die technischen Details. Ich freue mich drauf, Sascha. Bevor das System jetzt gleich installiert wird, schauen wir mal rein, wie es denn eigentlich verpackt ist und wie es aussieht auf den ersten Eindruck. Machen wir mal auf, komm. Ein bisschen gespannt bin ich ja schon, muss ich gestehen. Auf jeden Fall erstmal gut verpackt. Genau, und das ist jetzt der Hybridwechselrichter, also das ist sozusagen die Steuereinheit für die Speichermodule. Hier werden dann später die Solarpaneele angeschlossen und das ist auch komplett die Breite danach an der Wand. Das ist sehr schmal. Ja, auf dem Paket steht drauf, ne? 15 cm, ist deutlich schmaler als bei vielen anderen. Also Anker hat sich ganz schön Mühe gegeben, da so ein schmales, schlankes Design zu schaffen, was sich gut in viele Haushalte einfach integriert. Entweder hier irgendwo in eine Kammer hinter der Tür quasi versteckt oder halt aber auch in Bereichen, wo man vielleicht wohnt, damit man aber nicht überall aneckt, sehr schlank gehalten. Und die ganze Kabellage, das kommt dann hier an der Seite rein, ist alles super versteckt. Bin ich gespannt, wie das dann gleich läuft, wenn die Jungs da sind und das installieren. Und da zeigen wir euch auf jeden Fall gleich auch nochmal die Speichermodule. Wie gefällt es dir auf den ersten Eindruck? Ja, farblich bringt sich das ja überall mit ein. Ja, das stimmt, aufgrund dieses grauen Tons, ne, kann man es eigentlich überall gut integrieren, egal wie die Wand gestrichen ist. Und hier passt es auf jeden Fall gut, grau auf grau. Bei der Installation hier vor Ort ging es los mit den Kabelkanälen. Das heißt, die Kabel, die von den Modulen kamen, wurden ordentlich verlegt. Und dann natürlich musste auch der Sockel auf dem Boden ausgerichtet werden, um dort dann die Batteriemodule drauf auszurichten. Und um dann die Batteriemodule auch richtig an der Wand zu fixieren, da gab es eine Schablone, die ist super hilfreich gewesen, um hier also dann auch die Bohrlöcher vorzubereiten, damit dann die Wandhalterungen installiert werden, damit der Speicher sicher steht. Die Batteriemodule und die Power Unit wurden dann eingehängt, die Backup-Box installiert, der DC-Überspannungsschutz wurde installiert, das Smart Meter und auch die Klappstromwandler, um dann zu messen, was auf jeder Phase passiert. Die wurden im Verteilerschrank installiert und am Ende musste natürlich alles miteinander verbunden werden. Das heißt, auch der AC-seitige Anschluss an das Hausnetz wurde hergestellt und dann ist die fertige Installation hier schon zu sehen und im nächsten Schritt haben wir dann mit dem Installateur zusammen die App eingerichtet. Als allererstes war da auch erstmal ein Update notwendig und dann war das System einsatzbereit.
Und auch die Notstrombox haben wir selbstverständlich einmal getestet. Man sieht hier, da flackert nichts an dem Messgerät, alles konstant. Aber im Display sieht man einmal off-grid. Das heißt, das System ist hier vom Netz. Trotzdem wird die Stromversorgung über die Notstrombox hier sichergestellt. Ja, mega, oder? Da steht der fertige installierte Anker Solix X1. Und Sascha, ich finde es ganz schick geworden. Wie findest du das Design? Ja, passt super in die Nische auch rein. Ja. Sieht sehr gut aus. Und wie viel Speicher hat das jetzt, das System, so wie es da steht? Du hast hier 3 Speichermodule bekommen und die haben jeweils 5 Kilowattstunden Kapazität. Heißt also insgesamt 15 Kilowattstunden und damit hast du eine Leistung von 9 kW. Wenn ihr jetzt in Zukunft irgendwie noch erweitern wollen würdet, geht das auch. Bis zu 72 kW, also das ist heftig viel. Ja, ja. Ich bin E-Golf-Fahrer und da lade ich mit 7 kW. Das heißt, ich kann fast 10 E-Golf dann gleichzeitig mit so einem System laden, das ist also krass. Aber du hast dann 72 kW nicht in einem so einem Schrank, sondern müsstest du 6 solche Systeme nebeneinander parallel installieren. Also das ist schon wirklich groß dann. Und für euren Bedarf reicht das hier komplett mit 9 kW. Und wenn man hier jetzt auf 12 kW mit dem Wechselrichter hier gehen möchte, das könnte der. Da bräuchtest du aber noch mehr Batteriemodule. Okay. Und was zeigt mir die Anzeige an? Ja, hier siehst du jetzt 61%, also das ist der Akkustand. Und der Pfeil hin zum System, also nach links, heißt, es wird jetzt gerade geladen noch. Du hast noch genug Leistung von der PV-Anlage. Können wir vielleicht gleich mal in die App reinschauen und dann zeigen mal. Dein aktueller Hausverbrauch, 0,2 kW, also 200 Watt, ziemlich wenig. Und du hast jetzt, seitdem das System installiert wurde, jetzt geht es gerade aus, ist übrigens ein Bewegungssensor drin, 0,7 Kilowattstunden erzeugt. Und da siehst du jetzt also zukünftig, wie viel Strom habe ich schon erzeugt. Und du weißt immer, was das System gerade an Ladestand hat. In puncto Sicherheit, weil wir sind in der Garage. Ja. Hier geht's, im Winter wird es kalt, im Sommer kann es wärmer werden. Muss man da was beachten? Nee, im Prinzip nicht, weil die haben das Ding mit IP65 ausgestattet. Du kannst da sogar Wasser rüberkippen. Also rein, bitte nicht machen. Aber rein theoretisch steht auch, also kannst es draußen installieren und im Regen stehen lassen. Bis minus 20 Grad und plus 50 Grad, also da kannst du die ganze Spanne mit abdecken. Ab 0 Grad finden das die Zellen hier, die Zellchemie, nicht so toll. Und hier hat sich Enke aber auch was ausgedacht, nämlich, dass die Batteriemodule dann geheizt werden würden, wenn du unter 0 Grad bist. Aber du bist in der Garage, habt ihr überhaupt Minustemperaturen? Normal nicht, wir sind immer so bei 8, 9 Grad ist so das Mindeste. Ja, ja, ist doch mega. Dann brauchst du dir da keine Sorgen machen und zur Garantie, weil du das noch ansprachst, 10 Jahre hast du auf das Gerät. Und was Thema Sicherheit angeht, das hatte ich gerade, glaube ich, nicht gesagt, das ist Lithium-Eisenphosphat. Lithium-Eisenphosphat ist mittlerweile absoluter Standard in Heimspeichern und ist eine sichere Zellchemie. Selbst wenn eine Zelle brennen würde, gibt es keinen thermischen Durchgang. Also das, ja, was Brandschutz angeht, dann auch ein sicheres System. Wie denkst du, wird sich das auf unseren Netzbezug auswirken? Also ich kenne euren Verbrauchsprofil jetzt nicht so ausführlich, aber das müsste man sich dann mal ganz genau betrachten. Wann verbraucht ihr eigentlich den meisten Strom? Und Fakt ist auf jeden Fall, jetzt nachts, bin ich mir sehr sicher, gerade im Sommer, werdet ihr mit den 15 Kilowattstunden komplett selbst versorgt sein, also 100% Autarkie auch erreichen können. Es sei denn, du lädst ein Elektroauto nachts, dann ist der natürlich ruckizucki leer. Aber ansonsten für den normalen Hausverbrauch, ich sehe ja hier auch, was ihr verbraucht, 100 Watt jetzt gerade, also das ist ja nicht wirklich viel an Standby. Und selbst wenn du dann Geräte laufen hast, was sind deine üblichen oder eure üblichen Geräte im Haushalt? Gut, der Kühlschrank läuft, die Gefriertruhe. Ja, und ansonsten mal eine Konsole oder irgendwie sowas. Genau, eine Fernseher mal abends, ja, genau. Ja, das wird das locker abdecken. Das heißt, im Sommer, in den Sommermonaten werdet ihr eine sehr hohe Autarkie haben, kaum noch Netzbezug, was natürlich schön ist, spart ordentlich Geld. Und im Winter werdet ihr nicht um den Netzbezug drumherum kommen, weil ihr ja eine Wärmepumpe auch habt. Und die wird natürlich dafür sorgen, dass der dann am nächsten Morgen auch leer ist, weil 15 Kilowattstunden kriegst du im Sommer auch mit der kleinen Photovoltaikanlage nicht abgedeckt. Kann ich bei geringen Strompreisen den Speicher aus dem Netz laden? Wenn du einen dynamischen Stromtarif hast, ja. Hast du den? Nee, leider nicht. Ja, dann, noch nicht. Ja, aber ganz spannend, kannst du dich vielleicht mal in der Zukunft drum bemühen. Das kann Sinn machen, weil du dieses Gerät auch in der App einstellen kannst, aus dem Netz beladen, entweder manuell oder du stellst den Modus richtig ein. Also da gibt es verschiedene Modi und du kannst auswählen, dass er dann auch zu günstigsten Preisen laden soll. Und das wird dann also mit den Preisen an der Strompreisbörse abgestimmt. Und dann, wenn es sich lohnt, dann wird das Gerät Netzstrom beziehen und dementsprechend dann auch zu günstigen Zeiten beladen werden. Wie das funktioniert, das können wir uns gleich gerne auch noch mal in der App anschauen. Dann zeige ich dir da, wo du drauf drücken musst. Und dann sehen wir es sogar auch hier, dass der relativ zügig beladen wird. Ich war ja jetzt nicht die ganze Montage dabei. Ja. Kannst du mir kurz erklären, was die ganzen Kästen bedeuten?
Ja, gerne. Also bei der Installation, die hat ja jetzt insgesamt ungefähr 4 Stunden gedauert. Und hier wurde oben der Überspannungsschutz, der DC-Überspannungsschutz verbaut. Das ist wichtig, weil deine Solarmodule, die erzeugen Gleichstrom. Also DC, Direct Current, ist die Abkürzung dafür. Und da ist Pflicht, einen Überspannungsschutz einzubauen. Und der wurde also jetzt installiert. Dann wurde hier die Verteilung installiert für, oder die Verbindung sozusagen zum Hausnetz, zu deinen 3 Phasen, damit der Speicher 3-phasig einspeisen kann. Und das ist, führt jetzt hier rein halt. Und dann hier die Box, das ist deine Notstrombox, die dich beim Netzausfall, falls es dazu kommt, noch weiterhin mit Strom versorgt. Also kannst du alle wichtigen Geräte dann anschließen, ohne dass du dann komplett vom Netz getrennt bist und wirklich auch so lange aus dem Speicher, bis der leer ist, beziehungsweise auch bei Sonneneinstrahlung wird der wieder nachgeladen. Ne? Also da kann man schon ein paar Tage dann mit über die Runden kommen. Ich habe mitbekommen, ihr wart im Keller unten. Ja. Was habt ihr dort genau installiert, angebracht? Ja, du hast ja gemerkt, das Licht war aus und wir haben einmal das Haus komplett vom Strom getrennt, damit der Elektriker alles sicher installieren konnte und besonders das Smart Meter. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz im Schaltschrank und erkläre euch mal, was es damit auf sich hat. Hier im Verteilerkasten wurde jetzt das Smart Meter verbaut und das ist wichtig, damit der Speicher weiß, was wird auf welcher Phase eigentlich verbraucht und dann dementsprechend auch einspeisen kann, um diesen Verbrauch aus dem Speicher abzudecken und damit den Netzbezug möglichst gering zu halten. Und dafür ist das Ganze nötig. Und jetzt geht's oben weiter. Sascha, hast du dein Handy dabei? Dann können wir nämlich mal drauf schauen in der App, wie das Ganze aussieht mit den Stromflüssen und nicht nur hier das Display ablesen, sondern wirklich mal live in der App sehen, wie, was erzeugt deine Anlage gerade und was kann man da einstellen. Natürlich. Ich glaube, es ist ganz selbsterklärend. Vielleicht magst du selbst mal sagen, was du da jetzt entnimmst, sozusagen, ohne dass ich es erzähle. Was würdest du jetzt erkennen? Ich erkenne jetzt, dass ich 140 Watt aus dem öffentlichen Netz gerade beziehe. Meine PV erzeugt 370 Watt. Ja. Und mein Verbrauch sind 240 Watt. Ja, so, und das Schöne ist aber, du beziehst nicht, sondern du speist ein. Das erkennst du an der Stromrichtung hier. Die Flussmenge, also die Flussrichtung des Stroms wird dir dargestellt immer. Und da speist du jetzt gerade sogar mit 140, 130 Watt ein. Heißt, du verhinderst damit den Netzbezug. Und das ist genau die Komplettübersicht einmal. Und wenn du jetzt wissen willst, was ist denn eigentlich mit meinem Speicher generell los, dann kannst du hier sogar noch draufklicken. Ja, und hier siehst du jetzt den aktuellen Ladestand ja der Batterie. Das sieht man ja auch im Display. Aber wenn du hier draufklickst, dann kannst du auch erkennen, du hast 3 Batteriemodule. Und wenn du da nochmal draufklickst, siehst du die unterschiedlichen Ladestände der Batteriemodule. Und das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, denn Anker Solix hat sich hier was Innovatives ausgedacht. Jedes einzelne Batteriepack wird quasi individuell gesteuert. Heißt also, die müssen gar nicht den gleichen Ladestand haben und performen trotzdem jedes Modul für sich optimal. Also wirklich unabhängig voneinander kann auch ent- oder beladen werden. Und wenn eins kaputt gehen sollte, hoffen wir mal nicht, aber wenn es passieren sollte, dann kann der Speicher trotzdem insgesamt noch genutzt werden. Also auch bei Ausfall eines Moduls laufen die anderen 2 dann noch weiter. Und das ist natürlich eine ganz super Sache, dass da so eine Unabhängigkeit ist voneinander. Und du erkennst hier in dem Überblick natürlich auch noch, was ist heute tagsüber passiert. Jetzt siehst du hier, von dem Moment an war die Installation fertig, also circa 17 Uhr. Und dann siehst du hier auch deinen Einsatz zu Hause, also wie viel Strom hast du zu Hause benutzt, was wurde aus der Batterie entnommen und wie viel Netzbezug hattest du. Und das ist, seitdem das Gerät installiert ist, bei 0,1 Kilowattstunden. Und das, obwohl wir auch einmal kurz getestet haben, wie es aus dem Netz belädt, was ich dir gleich auch nochmal zeige. Dann siehst du eine Wochenübersicht, da siehst du jetzt halt erstmal noch nicht viel. Aber hier kannst du dann in Zukunft ein bisschen gucken, was habe ich dann eigentlich erzeugt, was habe ich eingespeist. Und Anker Solix macht hier auch immer noch eine Übersicht dann auch mit deiner Unabhängigkeit. Und Anker Solix gibt dir einmal hier auch immer noch eine Übersicht, wie viel CO2 du eingespart hast. Also gerade auch für Menschen, die sehr umweltbewusst sind und sich das System deshalb angeschafft haben, weil sie der Umwelt auch was Gutes tun möchten. Die sehen dann hier auch noch mal immer, wie viel Kilogramm CO2-Einsparung das ist. Und das ist jetzt innerhalb der kurzen Zeit schon 1 Kilo, finde ich ganz schön beachtlich schon wieder. Und du hast hier verschiedene Modi und da kannst du auswählen zum Beispiel, dass du den Eigenverbrauch optimieren möchtest. Das heißt, das System steuert alles so, dass du möglichst viel Eigenverbrauch hast. Du kannst aber auch nach Nutzungszeit einstellen. Also wenn du einen besonderen Verbrauch zu bestimmten Zeiten hast, das Ganze einstellen. Und auch einen autarken Betrieb aktivieren, heißt, deine maximale Solarstromnutzung wird eingeschaltet und die Unabhängigkeit vom Netz damit erhöht.
Dann hast du hier unten noch erweiterte Optionen und hier kannst du auch sagen, aufladen am Stromnetz oder aus dem Stromnetz. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Wettervoraussicht hast, dass im Winter mal irgendwie ein Unwetter ist und es sein könnte, dass der Strom ausfällt, kannst du dem System sagen, so lad dich voll. Ich möchte für den Fall des Falls, dass du komplett beladen bist und dann bist du abgesichert. Dann gibt es hier noch verschiedene Modi, zum Beispiel auch schnelles Laden. Dann geht es wirklich, egal woher der Strom kommt, Hauptsache voll machen. Beim Aufladen aus dem Stromnetz, wenn du da draufklickst, dann kriegst du nochmal einen Hinweis, dass das unter Umständen auch Auswirkungen auf deine steuerlichen Gegebenheiten hat und dass du das mit deinem Netzbetreiber unter Umständen bzw. mit deinem Energieversorger, dass das da eingeschränkt werden kann. Und du dich erkundigen sollst, dann kannst du das bestätigen, lassen wir jetzt mal. Wenn du das Aufladen aus dem Netz aktivierst, dann kannst du das zum Beispiel auch, wenn du einen dynamischen Stromtarif hast, da einbinden und dann nutzen. Und dann brauchst du ihn nur einmal bestätigen und dann wird es aktiviert. Und wenn du jetzt einen dynamischen Stromtarif hinterlegt hast, funktioniert es dann damit. Und jetzt aktuell hast du hier den maximalen Eigenverbrauch eingestellt. Hast noch einen Reservestrom für Netzausfälle, das kannst du auch individuell einstellen. Also kannst du zum Beispiel sagen, okay, eigentlich reichen mir 10%, dann machst du es auf 10% oder du möchtest es höher stellen. Dann kannst du es jederzeit hier einfach mit dem Regler hin und her schieben und einstellen, ganz einfach. Ja, das waren jetzt so die Einstellungsmöglichkeiten hier der App, die allerwichtigsten auf jeden Fall auch. Und hast du dazu noch irgendwelche Fragen oder ist das alles klar? Ja, welche Einstellung empfiehlst du mir hier? Würde ich abhängig davon machen, wenn ihr jetzt ein bisschen merkt, so wie viel Strom braucht ihr auch besonders über Nacht mal. Und wenn du merkst, okay, wir kommen mit 5 Kilowattstunden locker über die Nacht als Beispiel, dann stellst du es hier so ein, dass du die Prozentzahl dementsprechend anpasst. 5% von 15 Kilowattstunden wären jetzt also hier 33% Reserve. Wenn du das jetzt machen möchtest zum Beispiel, ja, dass du weißt, okay, ich habe immer so viel im Speicher, dass ich damit komplett eine Nacht abdecken könnte. Ich habe es in der Regel bei mir selbst deutlich niedriger, 10% meistens. Ich habe aber auch einen größeren Speicher noch. 10% hieße jetzt hier 1,5 Kilowattstunden. Das reicht natürlich, wenn du Geräte anhast wie ein Laptop oder eine Kühltruhe, relativ lang erstmal. Aber vor allem bei solarer Nachladung. Aber je nachdem, wie ängstlich man vielleicht auch ist und abgesichert man sein möchte, kann man das natürlich dann noch anpassen. Ja, Sascha, jetzt steht das ganze System hier. Dir wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Spaß damit und ich bin ganz gespannt, wie deine Erfahrungen sein werden. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Wochen drüber sprechen und auch noch mal zeigen, wie die Erfahrungen sind. Und für euch, wenn ihr das interessant findet, ihr findet unter dem Video weiterführende Links, natürlich auch zu Anker Solix und zu diesem System und aber auch zu meiner 0 Euro PV-Checkliste. Ladet euch die gerne runter, wenn ihr prüfen wollt, ob eine PV-Anlage für euch überhaupt Sinn macht und vor allen Dingen, wenn ihr auch eine PV-Anlage anschaffen wollt und da mein Netzwerk nutzen möchtet, nutzt das gerne. Sascha, viel Spaß mit dem Gerät und auf bald, ja? Ja, ich kann nur vielen Dank sagen. Ja, sehr gerne.